Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Ja, Klaus, leider 2-0 gegen Magdeburg verloren. Ich würde mal sagen, Magdeburg war nicht die bessere Mannschaft unbedingt, aber sie waren die effektivere Mannschaft. Stimmst du mir dazu? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die effektivere Mannschaft sind sie meistens in ihren Spielen, vor allem gegen uns. Und deswegen ist es irgendwann halt auch kein Zufall mehr, sondern einfach auch Qualität, muss man sagen. Sie machen aus wenig viel, also vorne, und das ist irgendwo eine Qualität. Wir laufen an, machen, tun in der ersten Halbzeit. Wenn Magdeburg so Aktionen hätte wie wir in der Offensive, dann würden die uns 5 Dinge einschenken und wir schießen halt kein Tor. Das ist dann irgendwo der Unterschied, warum die oben stehen und wir nicht. Du sprichst ja schon drauf an, gerade das zweite Tor wolltet ihr, glaube ich, genauso machen, von außen die Bälle flach rein. Sie machen ein zu Dingen flach rein und der ist halt drin. Fehlt dann bei uns auch die Zuordnung oder sind wir da einfach langsamer als Magdeburg? Ja, die Zuordnung, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das zustande gekommen ist. Aber die haben es halt einfach gut gespielt. Wenn die Stürmer mit dem Gesicht zum Tor laufen und unsere Abwehrspieler müssen es irgendwie verteidigen, ist nicht ganz einfach. Der hat den Ball halt super druckvoll rübergelegt und der Mitspieler läuft perfekt ein. Manche Sachen sind halt einfach schwer zu verteidigen, aber ja, da sieht man halt irgendwo, dass sie das Tor machen wollen, was bei uns halt vielleicht irgendwo ein bisschen gefehlt hat von allen. Jetzt nochmal zu dir, wir haben jetzt die Woche gelesen, du warst den Schritt in die zweite Liga. Erstmal Glückwunsch dazu, freuen wir uns natürlich, dass du das nochmal angehst. Man hat halt aber nicht gemerkt, dass du den Kopf hängen lässt, also die Motivation ist ja auch noch voll da. Dankeschön erstmal auf jeden Fall. Also ich bin jetzt in einem Alter, das ist meine letzte Chance, wenn ich jetzt, dann nie. Ich bin 28 Jahre alt und natürlich, wir haben jetzt noch ein paar Spiele. Es sind wahrscheinlich die letzten mit der Mannschaft, mit den Mitspielern und für den Verein. Und natürlich will man so viele Punkte wie möglich holen und sich so gut wie möglich verabschieden. Ich weiß, dass die Fans auch ein bisschen sauer auf mich sind irgendwo, habe ich ein bisschen mitbekommen. Und ich kann halt, ja, so ist halt Fußball, kann ich leider nichts machen. Ich werde mich so gut es geht verabschieden und nochmal alles geben bis zum Schluss. Das ist doch ein schönes Wort. Ich danke dir. Danke. Toni, 2-0 gegen Magdeburg. Von dir eine kurze Spieleinschätzung. Ich glaube, viel Aufwand von uns heute und ja, wenig Ertrag. Ich glaube, wir hätten ein oder andere Mal ein bisschen mehr schießen sollen, dass wir vielleicht auch mal Tore raus regenerieren. Wir haben auch gute, denke ich, aus eigenen Standards gute Gefahr ausstrahlen können, aber es ist halt, wie gesagt, wenig bei rumgekommen. Und ich glaube, Magdeburg kann es in der Schablone von den Zweiten aufs Erste legen. Sind wir lang halt am Pfosten nicht da, nicht präsent und dann kriegen wir halt zweimal die Tore halt. Gerade das erste Tor war das so ein bisschen auch spielentscheidend. Es war in eurer starken Phase, sage ich mal, von Tom leider durch die Beine bekommen, sah auch nicht schön aus. War das so ein Knackpunkt oder habt ihr euch danach wirklich nochmal aufgerafft und wolltet dann auch noch? Ja, ich glaube, wir haben trotzdem versucht, weiter Fußball zu spielen. Ich glaube, wir haben zu viele Fehler einfach wieder gemacht aus dem Spiel heraus, wo wir dann Magdeburg einfach auch wieder stark machen mit solchen Situationen. Und wie gesagt, müssen wir versuchen, halt in den letzten zwei Spielen nochmal noch abzustellen und nochmal sauberer Fußball zu spielen und dann noch ein, zwei, wie gesagt, Chancen einfach mal versuchen, mehr zu verwerten. Das Derby Magdeburg ist jetzt erstmal Geschichte, sage ich mal, für die Zukunft. Ein bisschen schade ist ja trotzdem, vor allem, dass wir jetzt hintereinander zwei Spiele verloren haben gegen Magdeburg. Ja, weniger schade vielleicht, dass wir nicht in Magdeburg spielen sollen, anstatt wir hätten vielleicht mal ein Spiel gewinnen sollen gegen Magdeburg. Das haben wir diese Saison nicht geschafft. Das müssen wir uns angreifen. Das geht ein bisschen an die Ehre. Und ja, wie gesagt, ich denke, die steigen auch verdient auf, das muss man ehrlich mal so sagen. Aber wie gesagt, vermissen wird man natürlich ein paar Derbys sicherlich, aber wie gesagt, ich tue mich jetzt ja nicht verstocken, dass wir jetzt hier gegen Magdeburg nicht mehr spielen, das ist halt so. Zwei Spiele habt ihr noch, plus das Stuttgart-Spiel. Was ist noch in den nächsten Wochen in euch drin? Habt ihr noch genug Kraft? Ja, ich denke, wir sollten eigentlich noch genug Kraft haben, um die zwei Spiele zumindest noch absolvieren. Gegen Stuttgart wird es nicht ganz so wichtig sein. Versuchen halt nochmal Punkte mitzunehmen, das wird wichtig sein. Wir hatten ja trotzdem noch ein Ziel gehabt, vielleicht können wir es noch schaffen. Und dann, wie gesagt, wollen wir die Saison ordentlich abschließen, respektvoll abschließen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das hört sich gut an, vielen Dank. Ciao, mein. Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.